eingeschaltet. Dritte, vierte, zweite. Guck mal, boah, hast du das gehört? Nur Federung. Oh mein Gott, jetzt geht's einfach mal. Jetzt will er es wissen. Bremsensteuergerät Fehler. Lenksäulenschaltergruppe Fehler. Seite war gut und die Seite war katastrophal. Wahnsinn. Jo, Bremsen fest. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Audi A6 3 Liter 245 PS 4G mit knapp 400.000. Geiles Ding natürlich. Ich bin auch super zufrieden, Leute. Der ladet. Wir haben ja hier Probleme mit dem Getriebe, aber sporadisch. Im kalten Zustand ruckelt es ganz wenig. Aber was gestern passiert ist, war ganz, ganz komisch. Und das zeige ich euch jetzt. Leute, ich fahre gerade mit dem Wagen. Ich wollte eigentlich tanken. Und ja, kurz zur Tankstelle, aber achtet mal, was der auf einmal macht. Tacho. Und dann guckt doch mal. Der schaltet dritte, vierte, zweite. Guck mal, boah, hast du das gehört? Ja. Hast du gehört? Ja. Ach du, was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Boah. Oh. Oh nein. Was ist das? Keine Ahnung. Ey, geht das Auto jetzt kaputt oder was? Irgendwas stimmt mit dem Getriebe nicht. Jetzt auf. Ich weiß nicht. Okay, komm. Fahren wir mal zurück in die Werkstatt. Wir fahren lieber zurück. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt ist wieder normal. Nee, ist nicht normal. Guck mal, Tacho. Ja, ja, guck mal. Die Tachonabe. Guck mal, der geht auch selber. Da stimmt doch was nicht. Ich komm grad zurück. Wie ihr gesehen habt, hat das Ganze geruckelt. Das Getriebe hat irgendwie zweiten, dritten, vierten immer wieder gesprungen. Hab ich so persönlich noch nie gesehen. Bin ich aber trotzdem tanken gefahren. Bin dann gestern Abend gefahren damit. Auf einmal war der Fehler weg. Ganz komisch. Und heute möchte ich das im kalten Zustand mal sehen, ob er das Gleiche nochmal macht. Und wenn ihr fragt, wo Eidosch ist. Eidosch ist immer dort. Sie ist in der Massage. Ihr glaubt es nicht, Leute, ich spare 200 Euro dank dieses Auto. Deswegen darf der natürlich Probleme haben. Und wie ist die Massage? Ja, wie lange dauert die noch? Weil ich wollte fahren. Wir fahren jetzt eine Runde und mal schauen, ob dieser Fehler jetzt wieder auftaucht oder nicht. Da bin ich selber mal gespannt. 13 Grad haben wir, Öltemperatur. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Vorführeffekt ist. Das hat er ja nie gemacht, ne? Nein. Ob das jetzt gestern einmalig war, ob er irgendwie eine Unterspannung hatte, obwohl, kann ja nicht sein, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja die ganze Zeit den gefahren eigentlich. Leute, guck auf den Tacho. Ja, der macht das wieder. Tacho. Der macht das wieder. Eidosch, guck mal. Ja, ich sehe. Der zieht die Gänge jetzt voll hoch. Boah. Okay, komm, noch ein bisschen noch. Zweite, jetzt haben wir den dritten. Oh, gib mal ein bisschen mehr Gas. Boah, guck mal. Was ist denn jetzt los wieder? Guck mal. Ja. Massage gut. Sehr gut. So, jetzt, guck mal, zweite, vierte. 2, 3, 4. So, und jetzt, guck mal, was ich gestern dann gemerkt habe. Wenn ich aber jetzt das Ganze mal beschleunige, achte, was passiert. Bam, oh. Fehlermeldung. Parkbremse. Oh. Nur Federung. Oh mein Gott, jetzt geht's einfach mal. Jetzt will er es wissen. So Leute, ihr habt gesehen, ne, was passiert ist. Okay, Totenwinkel funktioniert, aber sonst sind alle Assistenten tot. Die funktionieren nicht. Aber jetzt achtet mal, wie der jetzt schaltet. So. Kein Zittern. Siehst du das? Ja, die Nadel ist ganz normal. Super, guck mal, wie der schaltet. Zweite, dritte. Alles super. Nichts. Gar nichts. Als hätte er gar nichts. Also guck mal, Getriebe läuft jetzt einwandfrei. Der schaltet butterweich. Bis er diese Fehlermeldung raushaut, läuft dieses Auto nicht gut. Und danach läuft er super. Ja. Wie ist die Massage? Sehr gut, ich bin butterweich. Brauchst ja gar nicht mehr, also du vermisst auch keine Massage, ne?
Na doch, so mal so eine Thai-Massage wäre nicht schlecht. Einmal im Jahr kriegst du die jetzt. Das ist so kein Ding. Das ist, sei dir gegönnt. Sehr interessant. Wir lesen gleich mal aus. Hatte das schon mal einer von euch gehabt? Was kann das sein? Und das Geile ist ja, wenn wir gleich den Wagen ausmachen und wieder anmachen, sind diese ganzen Fehlermeldungen weg. Also ich brauche jetzt was zu trinken, Alter. Ich habe schon eine Vermutung, was es sein kann. Ob das Audi auch so hat? Keine Ahnung. Ich kenne diese Fehler mehr bei BMWs, bei Mercedes, Smart. Ihr seht, die Fehler haben wir. Wir machen den jetzt aus. Ne? So, wir lassen den jetzt einfach mal aus und jetzt machen wir den wieder an und ja, so, ah, guck mal, jetzt sind die Fehleranmeldungen alle da, ne? Hey, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, sofort Reifendruck, sagt er, okay, warum sind die Fehlermeldungen dann sofort da? Ah, nee, guck. Die ist weg. Ja, nur Reifendruck. Ne, das ist auch weg. Guck mal, Fehlermeldungen alle weg. Ja. Guck mal, Tacho spinnt wieder. Oh, schon wieder. Ey. Ja, das wird ja immer schlimmer. Ey. Boah, die Straße ist aber echt Wahnsinn. Die ist sehr schlecht. Guck mal, der schaltet jetzt wieder sehr schlecht. Boah. Guck mal, wie er am Ruckeln ist. Oh, ja, der ruckelt. Guck, beschleunigen. 50. Zack. Und jetzt läuft Tacho wieder ganz normal. Der schaltet wieder ganz normal. Jetzt kommen die ganzen Fehlermeldungen. Wahnsinn, ne? Luftfederung. Du darfst natürlich nicht gehen. Ey, meine Massage funktioniert nicht mehr. Ja, du musst ja drauf drücken. Oh. Ich stecke auf einen Audi A6 Viersitzer. Beifahrersitz ist besetzt. Jeden Proton von Innenraum ist eine Stimme dabei sein. Immer irgendwo am Schlafen, oder? Und dann schreibe ich drauf. Die Frau in der Abbildung ist dabei. Sie ist nicht loszureißen vor diesem der, Sitz. Wo dieser Fehler aufgetreten ist, ne? Ja. Da habe ich so ein paar Sachen so in den Raum geworfen. Und dann eilt euch sofort. Ist ja genau dein Ding. Du liebst doch sowas. Fehlersuche. Ja, ist es auch. Ich weiß, dass du das machst, deswegen habe ich das auch gesagt. Weil das ist das, was ein Mechaniker ausmacht, glaube ich. Wenn man solche Fehler sucht und findet. Und findet, genau. Ja. Suchen tun viele, aber finden die wenigen. Das heißt, der Fehler kann gar nicht so wild sein, Aldosch. Warum? Weil? Weil er sich selber löscht. Jetzt will er den auslesen. Der ist drauf. Das ist mein Auto. Mit 180 kW. Systemsuche, jetzt macht er das. Bremsensteuergerät Fehler. Lenksäulenschaltergruppe Fehler. Heckklappenbetätigung auch Fehler? Das juckt mich alles nicht. Ja, wieso? Ist doch alles. Airbag? Warum haben wir Airbag Fehler? Getriebe, wo ist Steuer? Wo ist Getriebe? Da. Null? Das ist okay alles. Ach du Heilige. Also kommt der Fehler gar nicht vom Getriebe. Okay, Fehlerspeicher. Null. Kann ja nichts finden, so, oder? Ja. Also, kommt der Fehler. Bremsensteuer. So, Wert außerhalb Sollbereich, CAN-Bus, CAN-Signal, Drehzahl, hinten links, Drehzahlsensor, hinten links, mechanischer Fehler, Drehzahlsensor, hinten links, Drehzahlsensor, hinten links. Ah, ist das auch schon meine Vermutung, wo ich Richtung denke, so? Fehler konnte nicht gelöscht werden, also welcher Fehler ist noch da? CAN-Bus von ABS, ESW, Signal fehlerhaft. Wir haben auf jeden Fall ein Problem mit dem ABS. Also nichts am Getriebe selber. Ja, und die anderen Fehler sind alles für mich Pillipalle, das interessiert mich nicht. So, ABS-Sensor hinten links. Aha. Die haben nach dem Fehler gesucht. Guck mal, der Sensor ist neu. ABS-Sensor ist neu. Okay. Guck, das ist alt. Guck dir das an. Das ist alt. So, jetzt machen wir erstmal den Kabel ab und gucken. Also jetzt messen und so brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. So, Kabel sieht gut aus. Wenn wir hier was, wenn wir drehen. Und? Was ist das denn? Ja. So ein Tackern, so ein kleines bisschen.
So ein Tiki-Tiki. Was ist das? Nee, es kommt nur dort. Es kommt von der linken Seite. Guck mal, es ist nur eine Stelle. Zahnrad. Safe ist gleich offen. Weißt du, was ich glaube? Ich werde jetzt diesen ABS-Sensor, ich werde den jetzt abstecken. Wenn er 50, 60, 70, was auch immer, erreicht, kommen die ganzen Fehlermeldungen wie ABS, Stabilisation und. Fuck. Getriebetechnisch überhaupt kein Problem mehr, dann fährt er sich eigentlich ganz normal nackt. Das heißt, wir werden jetzt eine Runde fahren und gucken, ob er das im kalten Zustand gleich wieder so macht. Und wenn er das nicht macht, habe ich schon eine Vermutung. Guck mal, siehst du? Er stottert nichts. Er stottert gar nichts, der läuft super. Super. Ja, wir haben die Fehler natürlich ein bisschen eingegrenzt jetzt. Jetzt wissen wir, okay, der Fehler kommt definitiv von ABS. Das Gute dran, es liegt nicht am Getriebe. Also wir haben keinen Getriebeschaden. Was auch mal bei so einem Audi passieren kann, dass irgendwo ein Kabel vielleicht kaputt ist und das sehen wir nicht. Oder dass das Steuergerät einen weg hat. Ne? Kann auch sein. Die Leute haben gesagt, das ist vom BTDI. Die Abdeckung, Eidosch, ne? Die Abdeckung nicht. Die Abdeckung vom BTDI. Aber wenn man dann hier reinschaut, sieht man, dass das ein Turbolader ist, leider. Leider! Achso, der hat die Abdeckung von einem Turbo, ja, sozusagen. Weil sonst wäre der Turbo viel, viel größer. Viel, viel größer. Wow. Aha. Alter, die haben schon hier was gemacht, ne, Eidosch? Echt jetzt? Was denn gemacht? Die haben am Turbo was gemacht. Als hätten die einen größeren Turbolader eingebaut, ne? Das ist ein GT30. Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, wir sind ja den einmal gefahren und da habe ich mal einmal mit dem ersten und zweiten und dritten Gang beschleunigt. Das war nicht normal. Ja, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint. Ich habe schon eine Vermutung. Ich werde das Teil jetzt bestellen. Heute ist leider nicht möglich. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir das nächstes Mal einbauen, ob diese Fehlermeldungen weg sind. ACC brennt auch, aber das hat die ganze Zeit schon gebrannt, dass das nicht funktioniert hat. ACC muss man wieder neu anlernen, wenn er irgendeinen Fehler hat. Dann gucken wir mal, ob wir ACC anlernen können. Für mich, Pillepalle, alles gut. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich es hoffentlich repariere und wir finden den Fehler. Das wäre natürlich geil. Haut rein. Ciao. Eidosch, kannst dich wieder massieren.